Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf dem LPD-Server. Ich habe mir mal ein neues Headset besorgt und nein, also fürs Handy. Ist kein Headset wie ein PC, sondern halt so ein typisches, ne? Schnurdingsebamsel. Ich weiß jetzt nicht. Kann sein, dass es so ein kleines Rauschen im Hintergrund ist. Ich hoffe, vielleicht nicht. Und wenn doch, dann tut es mir leid. Nur der Rest, der da war, war irgendwie total kacke. Preislich war das auch total übertrieben teilweise, aber naja. Hauptsache, ihr habt wieder Ingame-Sound. Kann ich es mal kurz testen? Aua. Ne? Ich hoffe, es kann sein, dass es noch zu laut ist, da muss ich noch einstellen. Also für mich ging es eigentlich eben, aber naja. Huch, jetzt mache ich schon mein Feld kaputt. Ach komm. Moment. Hey. Dip, wenn ich nicht mal drauf rumtrampel, wie so ein Blöder. Mein kleines Feldchen. Und alles untergegangen. Na super. Habe ich nicht die Hacke? Ja. Tschück. Ja, ich muss mal wieder kurz anbauen. Ich bin ja. Boah, Alter, nervt das. Dieses automatische Springen. Ich mache es aus, das ist trotzdem immer an. Check's nicht. Zack. So, müssen wir ein bisschen mehr anbauen. Nicht die Ofenkartoffel. Nicht die Mama, nicht die Mama. Wo haben wir es denn da? So, ich liebe Kartoffeln. Mehr als alles andere. Ich glaube, hier wird gar nicht beleuchtet. Bewässert. So, wo haben wir denn dieses Weizenkörner? Ich wollte gerade Samen sagen. Du hast Samen gesagt. Naja, ja. Dip, 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 dip. Und zack, zack. So. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Ich bin gerade ein bisschen. Da, unkoordiniert. Ne, da habe ich ja nichts. Auch Wüses. Zwei Brote. Wir sind reich. Farbstoff? Ich will keinen Farbstoff. Ja. Ihr seht, ich habe mal angefangen, so ein kleines Häuschen zu bauen. Das ist nur so ein kleines, einfach, ich brauche eine Unterkunft, verdammte Möhre. Ich brauche irgendwas, wo ich sein kann. Ist auch noch lange nicht fertig. Bevor ich was Größeres baue. Ich habe mal einfach hier diesen. Ich glaube, das ja diesen orangefarbenen, wenn das orange ist oder rot, Lehm geholt da hinten von diesem Biom. Einfach mal was anderes. Und da ist sowieso nicht fertig. Aber hier links daneben sieht ihr, das ist die Lane. Die liebe Lane ist eine Künstlerin, ein Meister des Werks oder ihres Werks, keine Ahnung, wie soll ich das sagen. Das heißt irgendwie anders. Gehen wir da einfach mal ganz kurz rüber. Hat sich nämlich wieder viel getan hier und mir geht das Essen schon wieder. Oh, ich. Hallo Spinni. Hier lege ich mich nicht an, weil ich bin noch echt arm bei Kasse. Ist noch nicht ganz fertig, wie ihr seht. Und ne, ich glaube, dass die Erde ist ja wieder so eine Umrandung und so weiter. Denken wir auch zum Abstecken und so. Sehr, sehr geil. Und es ist einfach wieder wunderschön. Ich gucke noch nicht rein. Ich denke mal, der Innenausbau braucht vielleicht noch. Naja, das können wir machen, wenn es fertig ist. Aber so wie es jetzt schon ist, ist das Thema besser als alles andere. Besonders das, was ich bauen würde. Meine Schweinchen sind wieder sehr laut im Hintergrund. Dankeschön. Hier ist. Das Haus war jetzt wirklich vom Pro-Gamer. Der große Kasten. Er meint, ich sollte eigentlich wissen, an wen dieser Bau erinnert, aber irgendwie kommt es mir nicht in den Kopf. Auf jeden Fall riesig das Teil. Und hier hat der Eubertech, der Niklas, seine Burg. Oh, vergrößert, die ist echt, echt cool. Schupp. Ey, die haben, ich habe Fotos von denen gesehen, die haben so viel Eisen und alles Mögliche gefarmt, diese ganzen Nether-Sachen. Eieiei. Die Burg ist echt, echt cool. Kannst von mir aus, wenn du willst, natürlich auch gerne dich noch vergrößern, so nach hinten weg oder so, mit der Burg. Da kannst du gerne mehr bauen, wenn du möchtest, wenn die Zeit natürlich da ist. Er ist, glaube ich, einer, der genauso wenig Zeit wie ich. Was das hier wird, bin ich auch mal gespannt. Vielleicht ein Turm da drin. Hört ihr das? Ich höre ein Netherportal. Hä? Warum höre ich hier ein Netherportal? Alles klar. Alles klar. Naja, schauen wir noch mal kurz weiter, die Jungs. Zu meiner Rechten haben nämlich auch weiter gebaut. Oh, ich habe auch gehört, da kommt irgendwie, ist eine Bar irgendwie hingekommen oder so.
Oh, ein großes Weizenfeld. Oh, ich würde mich ja gerade am liebsten da bedienen, ey, weil ich brauche echt Essen. Das soll jetzt die. Ach nee, das ist wahrscheinlich. Das sieht mir eher nach einer Fischerhütte aus. Ich gucke einfach mal rein, bin mal so dreist. Okay, noch im Bau. Glaube ich. Na. Ja, okay, dann gehen wir einfach mal von hinten rein. Hintertürchen. Ist hier was explodiert? Oder täuscht das? Alter! Oh. Die beiden Jungs, ne? Die hatten ja damals schon diesen geilen unterirdischen Anbau gehabt. Bin mal gespannt, was sie schon wieder hier aus den Ärmelchen zaubern. Bitte nicht betreten. Danke, Piero. Alles klar, Piero. Na, wenn sowas gesagt wird, dann halte ich mich auch dran. Dann ist das vielleicht eine Überraschung. Ne? So, ich so. Was ist denn hier passiert? Okay, ich habe vorhin habe ich die Map zwischengespeichert vom Server. Muss ich mal kurz alles ausmachen. Falls irgendwas komplett in Buchse geht, dass falls doch irgendwie mal ein Griefer raufkommt, weil ich glaube es nicht. Bei den Jungs hier vertraue ich und den Mädels. Oder der Dame. Dass ich halt die Map wieder neu raufpacken kann. Aber sieht bisher alles gut aus. Ich schau mal rein. Es geht ja noch höher jetzt, ne? Aber. Oh. Alter, was bauen die? Sag mal. Ich komme zu nichts, ne? Und die bauen sich hier einen halben Palast. Eieiei. Ich bin der Dilo, der. Das war noch ein Baby-Zombie. Naja. Hat auch so seine Bauspezialitäten, sag ich mal. Der weiß auch. Oh, sehr schön. Das ist doch schön wie eine Herdplatte und. Ah, sehr schön. Ist aber nicht mittelalterlich, ne? Ich wusste nicht, dass sie im Mittelalter einen Herd haben. Muss ich ja mal kurz meckern, ne? Also, okay. Kein Problem, sowas. Back to the Future, ne? Ihr wisst ja. So, und hier ist die Piero-Seite. Warum ist nicht noch ein netter Portal? Ja. Da gibt es nicht viel zu zeigen. Vom Dach natürlich. Hat er jetzt hier drin weitergemacht? Das sah ja recht interessant aus. Oh, hier ist die Tür auf. Nee, hä? Ach, ein Glas. Alles klar. Ja, okay, die Treppe hat jetzt so umgewandelt. Sehr schön. Ja, es hat sich jetzt noch ein bisschen geändert. Ich weiß, ihr habt es ja eigentlich letzte Folge schon gesehen, aber ja, ich mag es einfach, sowas zu zeigen. Ja, was die anderen schaffen ja was. Ich bin hier nur der Idiot vom Dienst, der nicht wissen will, wie seine Stromrechnung nach der ganzen Sache ist. Aber ja, ich möchte einfach, oder ich bin, ich hoffe, es gefällt euch einfach, auch wenn ich hier auf LPT, MCPE nicht so viel selber baue. Hier ist das Spawn, muss ich nochmal hübsch machen, hat ja in den Kommentaren geschrieben, muss ich mir noch was einfallen lassen. Wenn ich nicht so viel bautechnisch aktiv bin, umso mehr möchte ich das ja bei der PlayStation 4 sein. Hier möchte ich es natürlich auch nebenbei sein. Aber solche Bauwerke, die schaffe ich jetzt einfach nicht. Das ist, alter Schwede. Puh, dafür fehlt mir auch noch ein bisschen das Hirn. Oder der Grips. Das soll's. Huch. Das hier könnt ihr auch mal wieder abbauen hier. Machen wir hier kurz. Zack, zack, zack. Ein bisschen zu. Was ist denn hier passiert? Ich check's nicht. Ich bin mal so frei. Wenn es jemanden stört. Hoppala, Fackel. Nee, da. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da. Eine Fackel. Oh. Ich habe Probleme. Ich brauche Kohle. Scheiße. Oh, ich brauche so viel. Und ich brauche Essen. Oh, wenigstens habe ich ein bisschen Eisen. Sponsert. Vom lieben Dilo. Sowie die erste Axt und so weiter. Das hat, glaube ich, mir der Gamer reingepackt. Wie den. Obwohl, ich weiß es nicht. Verzeiht, verzeiht, schreibt es gerne rein. Wer mir in diese Glocke stehen hatte, da drei Ausrüstungssachen gegeben hat. Au. Ey, krass hier nicht alles ab, du kleines blödes Ding. Auch nicht mein Essen da. Huch, lass mich rein. So. Ja, ich naja, ein bisschen habe ich was gemacht, ein bisschen was zusammengefahren, zwei Dias, fast ein Stack Eisen. Das ist sehr von Vorteil. Hier. Bisschen Erde und so weiter. Komm, das Dach noch machen, wobei da wollte ich was ändern. Da habe ich die Belaine auch was hingewiesen, wo ich meine, jo, hat sie nicht Unrecht, da achte ich auch nicht drauf.
nämlich diese Bungalow-Bauart wegzumachen. Danke, liebe Lane. Es ist einfach echt eine dumme Gewohnheit, das so zu bauen. Auch wenn es ein kleines Kabüffchen ist, wenigstens kann es ja ein bisschen hübscher machen hier. Und es ist einfach ein Steindach, das ist mir auch relativ krippe. Ist mir krippe. Das Wort gibt es gar nicht. Egal, ist jetzt mein Wort. Ist mir krippe. So. Jetzt sind wir schon wieder beim Dachbau und ich verbaue mich natürlich wieder. Warum? Hä? Warum hat der draußen einen Bogen? So. Naja. Oh, da ist die liebe Lane. Da ist die liebe Lane. Oh, mal gucken, ob ich sie gleich mal erwische. Okay, muss ich noch anders machen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich mal einfach mal zeige, wie sie hier im Spiel aussieht. Hat nämlich einen richtig, richtig hübschen Skin. Stopp, au. Bestimmt meckern sie mich danach an, aber wenn ihr hier drauf seid, dann werdet ihr auch gefilmt. Au. Du kleine Drecks. Hallo, ist ja gut. Dung. Wo ist die denn? Ach, die ist drin. Ach, okay, dann gehe ich doch mal rein. Schönen guten Tag. Hier ist die Baukönigin. Auch ernannter Bürgermeisterin. Servermama. Ich weiß, das hasst sie jetzt wie die Pest. Aber sie hält unsere kleinen Jungs auf Trab. Wenn sie Scheiße bauen, gibt es Mega, gibt es Haue. Okay, Haue nicht, aber Mega. Und. Oh Gott! Oh Gott! Ups! Nee, 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 nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wehe, wehe. Oh! Alter Schwede. Schnuckelputz, du musst oben ausleuchten. Hier ist noch ein bisschen zu dunkel. So, Alter. Allein dieser Rohbau, ne? Allein dieses nicht fertige ist schon richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, das kommt richtig geil rüber. Warum habe ich schon wieder eine Scheißspinne? Ich hasse Spinnen. Hoppala. So, aber mit dem süßen Ausblick wollen wir uns doch mal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.